Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show Nummer 135, glaube ich. Wir haben ein bisschen den Überblick verloren vor lauter... Also falls es jetzt wirklich die 136 sein sollte, blenden wir es ein. Aber ihr merkt das dann, dass wir jetzt ein Fehlerchen gemacht haben. Nein, es ist die 135. Ja, ich glaube auch. Wir sind tatsächlich heute Morgen losgefahren, also gerade eben, um genau zu sein, und sind jetzt bei Wohnmobile United zum Herbstfest, weil, ihr wisst, wir sind ja auf der Suche nach dem Fenster in der Tür. Und das werden wir jetzt mal suchen. So sieht's aus. Ja, ich habe noch eine kleine Sache, die ich sagen möchte. Wir haben auf unserer Internetseite ein Gästebuch. Das ist immer toll, wenn ihr da reinschreibt. Aber bitte, ich habe es auch extra drüber geschrieben, ihr kriegt da keine Antwort von uns, weil das geht einfach an dieser Stelle nicht. Wenn ihr Fragen an uns habt, bitte unbedingt eine E-Mail schreiben an info@leniundtoni.de, dann bekommt ihr auch garantiert eine Antwort, auch wenn es 2, 5, 7 Tage dauert. Aber dazu jetzt doch eine Antwort, weil die Anja hatte da reingeschrieben, sie hat sich ein Wohnmobil bestellt und möchte da eine Titronic-Alarmanlage einbauen. Das ist erstmal super und von uns absolut eine Empfehlung. Aber der Laden heißt nicht ASR24, wo es immer noch 10% Leni und Toni Rabatt gibt, sondern ACR Zeller Mehlis. Das ist wichtig an dieser Stelle zu wissen. Ich habe keine Ahnung, was ASR24 ist, aber die kennen uns vielleicht auch nicht und von daher gibt es da den Rabatt nicht, Anja. Das nur so viel dazu. Ich hoffe, du siehst das jetzt. Und jetzt gehen wir und suchen das Fenster in der Tür. Also, liebe Freunde, ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen. Wir sind eigentlich noch gar nicht reingekommen, aber zack, das Fenster haben wir direkt gefunden. Gleich am Eingang ist ein Wohnmobil von Carrado mit Fenster in der Aufbautür. Ist das großartig? Ja, ein i338 in der Clever Plus Edition. Ist aber ein T, aber es ist T. Egal. Ich wollte T eigentlich sagen. Ist ein i rausgerutscht. Entschuldigung. Ist komisch. Ich bin so fasziniert von diesem Fenster. Ja, bist du das? Jetzt, echt jetzt. Ich habe es noch gar nicht gemerkt. Ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die so furchtbar fasziniert ist. Ja, vielleicht noch der ein oder andere hier. Ich überlege ja alles, wo ich den Akkuschrauber schnell herkriege, dass ich die Tür ausbauen kann. Gibt's aber die passt bei uns I? Nicht, weil wir haben ja ein I mit dem Coupé-Einstieg, da passt diese T-Tür eh nicht dran. So wurde uns gesagt. Yes. Wir überlegen noch, ob es tatsächlich so ist oder ob das einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme ist, damit wir die nicht ausschrauben. Was nicht geht. Man kann aber anscheinend diese Tür tatsächlich als Ersatzteil nachbestellen. Ja. Punkt. Ja, schlecht nur, weil die Beklebung ja nicht drauf ist auf der neuen Tür. Die ist halt entweder weiß oder höchstens in diesem Champagner lackiert. Aber die Klebefolie ist halt nicht drauf. Da muss man sehen, wie man es macht. Also hätten wir jetzt, ja, wenn wir jetzt diese Tür bestellen würden, ja, dann hätten wir das entweder so oder naja, weiß. Ja, also entweder in diesem Champagner, wie unsere Seitenwand ja lackiert ist. Ja, das wäre doch gut. Ja, aber halt ohne die Folie drauf. Ja, dann würde die Folie da aufhören und die würde da aufhören. Richtig. Und hier wäre nur Champagner. Hier wäre nur Champagner. Ja, da müsste man halt mit... Nein, nicht mit dem Edding, aber vielleicht ein Folierer. Also so, das gibt ja so Autofolierer und wenn die passende Folie haben, dann machen die das bestimmt. Sag ich jetzt mal. Also vielleicht kriegen wir noch eine Info, dann sagen wir euch das noch, was das kostet, wenn man das als Ersatzteil nachbestellt. Ja. Hier ist aber viel los, deshalb halten wir uns nicht so mit... Fragen auf, die hier jetzt gerade keine Zeit sind. Wirklich richtig viel los, ja. Aber trotzdem ist ja schön. Müssen wir sagen, genau. Es ist, das ist ja jetzt hier unser erster Hausmessefest, was auch immer, zu Corona-Zeiten. Und es ist alles super organisiert und strukturiert mit Ein- und Ausgang und Abstand halten und alle halten sich dran. Und Einlasskontrolle, auch nur eine bestimmte Stückzahl, also Besucherzahl, ja, 150, so wird es freigegeben, ja, vom Gesundheitsamt und so weiter. Also es ist alles überall Desinfektionsdingsbums und ja, man geht halt wirklich dann nur mit alleine in das Auto und mit Maske, wenn man zu nah ist. Und sie halten sich auch viele dran, oder alle. Also alle. Find's gut. Ich habe jetzt noch nicht irgendwo gedacht, oh, da sind aber 25 Mann in dem Auto, gar nicht. Also, schön. Ansonsten müssen wir tatsächlich zugeben, haben wir nichts gefunden, was so toll ist wie unsere Greta. Außer jetzt vielleicht... Wobei das hier natürlich... Das ist ein 21er. Der Toni hat heute so einen Drall, die Kamera irgendwie... Vielleicht musst du mal einen Sekt trinken, dass es gerader geht. Ja. Naja, also, das ist ja jetzt ein 21er Modell. Zum Glück ist eins da, leider ist es nur eins, aber besser als gar keins. Und jetzt können wir euch auch kurz zeigen, es interessiert vielleicht den ein oder anderen Carrado-Liebhaber, was geändert ist. Ja. Im 21er Modell, weil mir gefällt es gut. Ja. Also könnt ihr davon ausgehen, es gibt super schöne Sitzbezüge und das ist auch so. Wir gehen mal rein. Also wie gesagt, ein T338, das ist ja dieser kurze mit den Längsbetten. Hatten wir schon mal gezeigt, glaube ich.
Ich glaube, wir hatten ein I338 oder ein 9. Oder ein ich weiß nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir hatten den tatsächlich hier mit dem Schrank. Aber genau. Das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist dieser tolle Sitzbezug. Der ist nicht mit Leder, das ist richtig Stoff und das fühlt sich mega kuschelig und gemütlich an. Ist das so ein bisschen abgesteppt da, ne? Ja, finde ich toll. Die Gardinen sind die gleichen, die wir auch haben, aber es sind Rahmenfenster hier drin. Genau, also dieser Clever Plus Ausstattungspaket hat Rahmenfenster, kann man auch sich so dazu bestellen, das Rahmenfenster. Ist natürlich etwas komfortabler, das Rahmenfenster, weil es nicht vorgehängt ist und wir haben die Verdunklung. Wer weiß es nicht, von unten nach oben. Wer weiß es nicht, ich wusste es nicht. Ich bin jedes Mal überrascht. Ich glaube, ich habe ein etwas löchriges Langzeitgedächtnis. Und ich freue mich dadurch aber auch immer wieder über so Sachen, wenn ich die sehe. Und das habe ich jetzt gesehen und habe mich drüber gefreut. Finde ich super. Und dann gibt es jetzt auch endlich serienmäßig, beziehungsweise nicht serienmäßig, im Clever ist es drin, aber man kann dazu bestellen, eine Verdunkelung. Vom Berg aus. Ne? Also diese Plissé-Verdunkelung hier, man kennt sie auch. Und vorne auch von links nach rechts, nicht von unten nach oben, aber von links nach rechts. Aber es war ja vorher überhaupt von Carrados Seite gar nicht angeboten worden. Jetzt ist es dabei. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Darf ich dir mal zeigen, was ich auch toll finde? Ich komme. Hier hinten? Ja, die Leselämpchen, ne? Also erstmal ist da jetzt so eine schöne Ambiente-Verkleidungs- irgendwie, wie man das nennt. Das gefällt mir auch sehr Panel. Gut. Blende. Ambiente, Lichtpanel, mit Blende. Stoffbezogen, Blende. Ja, also das finde ich, das sieht auch toll aus. Ja. Das ist schöner als nur hier unser Streifen, Brett, ne? Den wir ja. haben. Das macht es auch ein bisschen aus. Leiser gleich. Und die Lampen finde ich toll. Ja. Weil wir haben ja hier nur diese Spots. Ja. Diese ganz normalen Spots, ich zeig's euch mal, die jetzt hier auch eingebaut genau. sind. Die haben wir da unten und wenn die anmachst, dann leuchten die halt voll in die Augen. Ja, da kann man nicht so richtig gut lesen. Ja. Und hier damit, das gibt zwei Helligkeitsstufen. Ach, auch noch? Ja. Guck, eins oder so. Ah, okay. Das ist heller. Und das gefällt mir auch gut. Und was ich auch schön finde, das ist jetzt in so einem Grauton gehalten und nicht so weiß, wie wir das haben. Naja, das ist Geschmackssache. Das stimmt. Was ich aber nicht gut finde, dass die Küche immer noch so weiß ist. Also es ist jetzt hier doppelfarbig. Da frage ich mich, warum kann man die Küche nicht, also warum kann auch man das nicht Grau. Einheitlich machen? Ja. Das wäre jetzt vielleicht. Aber das gefällt mir. Aber die Griffe sind schön, ne? Die Griffe sind toll. Ja, die sind jetzt in matt und haben das Carrado-Zeichen drauf. Wow. Ja. Finde ich gut. Ansonsten ist das alles beim Alten hier. Relativ, ja. Aber das finde ich super, dass man das jetzt so... Ja. Also wir halten fest, es gibt Rahmenfenster mit tollen Plissés von unten nach oben und es gibt ein Fenster in der Tür und es gibt einen super Stoffbezug und tolle Lampen. Gibt aber kein neues Auto bei uns. Nein. Nee, wegen diesen Kleinigkeiten, wobei das mit den Rahmenfenstern, Plissé von unten nach oben ist schon, naja. Ja, und das Fenster in der Tür ist auch schon. Ja, das Fenster in der Tür, das kriegen wir ja irgendwie gebacken. Ja, wir gehen jetzt mal und gucken mal, ob wir rausfinden, was das Fenster in der Tür kostet. Ob das und gibt und wie und was. Dann berichten wir euch das. Ihr seid die es erfahren. Allerdings wurde uns eben gesagt, dann schneid doch das selber raus, das Loch, und mach das Fenster da rein, was wir gefühlt schon seit 4 Jahren machen wollen. Und jeder sagt, das kannst du nicht. Und ja, irgendwie das hieß Mal, dass es wir immer das jetzt eben blöd, gehört ganz haben. Ganz blöd. Wir haben auch ehrlich gesagt kein Fenster im feinen Handel gefunden mit dieser Breite und Länge. Ja. Also, Leute, keine Ahnung. Wir forschen. Leute, es gibt ja Neuerungen bei Carrado noch und nöcher. Ja, was wir eben festgestellt haben oder gehört haben und erfahren haben, dass die Heizung nicht mehr hinten unter dem Bett verbaut wird, ab 21, sondern unter der Sitzbank. Sprich, es wird vorne auch mal warm. Ja, Wassertank kommt nach hinten irgendwo hin. Und der 447 wird auch auf einem Fiat Maxi-Chassis gebaut. Endlich mal auf einem Maxi-Chassis, dass man mal ohne Gewichtsprobleme einfach losfahren kann. Ist das was? Ist das was? Das sind Dinge... Das hätte ich überhaupt im Leben nicht gedacht. Hey, Toni ist jetzt, ganz fix und foxy darüber. Und jetzt sind wir irgendwie mit dem Puls auf 497, weil mal gucken, was alles noch so passiert. So, liebe Freunde, es gibt also schlechte Nachrichten. Wir haben versucht herauszufinden, ob es die Tür als Ersatzteil gibt und was das kostet, wenn man die bestellt und einbauen lässt und alles. Aber nein, offensichtlich gibt es die nicht als Ersatzteil, weil man muss dann einfach ein neues Auto kaufen, wo die Tür drin ist. Genau. Ist ja auch die Clever Edition und Clever von Carrado, das so zu machen. Fertig.
Genau, fertig. Hier neigt sich der Tag so ein bisschen zum Ende, da das schöne Herbstfest. Wir fahren jetzt mal heim. Und bestellen uns eine Pizza. Bestellen uns eine Pizza und lassen den Tag ausklingen. Und überlegen uns einfach, wo wir jetzt ein Fenster in der Tür herkriegen, so wie wir das seit 4 Jahren machen. Gott sei Dank haben wir ein Bullauge inzwischen. Los, komm jetzt. So, Freunde, es ist Montag. Wir sind wieder zu Hause, ist klar. Und mal ganz vorneweg schon mal, dass keine irgendwelche komischen Gerüchte aufkommen. Wir werden kein neues Auto kaufen. Punkt. Wir bleiben bei Greta die nächsten Jahre und das ist gut so. Es hat gestern ein bisschen den Eindruck gemacht, dass wir total begeistert von dem Maxi-Chassis Die Idee mit der Heizung unter der Sitzbank nach vorne zu verlegen und das Maxi-Chassis gerade für die großen Autos, da war ich, finde ich, völlig Feuer und Flamme für. Total warst ist du gestern. Klar. Ich habe nur kurzfristig Angst auch, gekriegt um unsere Greta. Ja, nein, das ist ja auch eine super Idee, aber nee, das bleibt. Es ist ja auch alles in Ordnung. Uns reichen ja auch die 3,8 Tonnen. Wir müssten mal auch wiegen fahren, fällt mir dabei ein. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Wir könnten mal wieder wiegen fahren. Wir könnten mal wiegen fahren. Was es auch nicht mehr geht, was wir gestern ja angesprochen hatten, ist, dass man die Tür in Champagner kriegen könnte. Nee, die gibt es nur noch in Weiß, weil Champagner im Motion-Paket, also im Motion-Paket gibt es noch, aber das Champagner, das gibt es halt nicht mehr. Also, ergo gibt es auch diese neue Tür mit dem Fenster drin, auch nicht in Champagner, sondern in Weiß. Das heißt, man müsste nochmal lackieren lassen, was ein Autolackierer hinkriegen würde, und die Beklebung. Und, also... Nein. Aber alle, die gestern mit uns da waren und gemeinsam mit uns zu Carrado in die Verhandlungen treten wollten und fahren wollten, nein, das macht keinen Sinn. Nein. Das ist nicht sinnvoll. Also vergesst das alle wieder, so schön wir da gestern auch drüber überlegt und diskutiert haben. Aber es macht keinen Sinn, hier das auszutauschen. Nein, nee. Also wir haben ja unser Bullauge, das ist ja schon schön genug. Ja, naja, aber du wolltest ja mal gucken, ob du das Fenster vielleicht, so kriegst. Ja. Also bist du dann nach einem Tag nicht mehr so? Ja doch, also wenn es sich irgendwie ergibt, dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Aber jetzt auf Biegen und Brechen. Nein, auf Biegen und Brechen muss es nicht sein, aber... Genau. Das Fenster muss ja jetzt irgendwo sein. Das Fenster gibt es ja, muss es ja irgendwie geben. Also. Und bis jetzt gab es ja nicht. Ich habe schon geguckt, die Scheibe könnte ich kriegen, für kleines Geld. Aber nur die Scheibe, ohne Dichte und ohne Plissé und ohne Verdunkelung und so weiter. Also das ist ja auch alles Quatsch. Ja, das macht ja keinen Sinn. Was soll denn hier das ohne Verdunkelung? Nein, muss dann schon ein Set sein. So. Oder, was wir uns auch überlegt haben, wir warten einfach noch 2-3 Jahre, weil irgendwann wird Carrado das ja nicht mehr so unbedingt verkaufen wollen. Dann haben die ja genug von den Fahrzeugen schon verkauft, ja, die sie jetzt verkaufen wollen. So, und dann nehmen sie das vielleicht als Ersatzteiltür rein. Ja, kann schon sein. Gut, dann haben wir immer noch nicht die Beklebung und so, aber dann können wir ja doch die Variante mit dem Edding nehmen. Und außerdem, das haben wir, glaube ich, gestern schon gesagt, ist uns überhaupt gar kein anderes Auto untergekommen, was so schön ist wie unsere Greta. Ja, jetzt waren natürlich auch nicht alle Modelle da, aber das mit dem Grau da oben und der Weiß da unten, also das wird das mir auch nicht... Das fand ihr nicht so, das ist auch so, dass es also so zweigeteilt ist, das fand technisch, ich auch merkwürdig. Technisch ja, aber optisch jetzt, gut, das Sitzpolster war nicht schlecht, aber unser das ist das auch schön. Also was? Nein, kein neues Auto. Auf gar keinen Fall. Gut. Gut. Haben wir das und mal geklärt. Aber auch keine Tür. Nein. Ich glaube aber, der Patrick von Carrado hat immer noch Angst, dass wir die einfach ausbauen. Ja, das passt aber bei uns nicht, weil wir haben ja den Coupé-Einstieg. Ja, also weiß ich doch. Haut nicht hin. Egal, so. Wie rum wir uns dreht. Was wir noch unbedingt erzählen müssen, das Woni ist verkauft. Ja, oder richtig. Haben wir gesagt, der Woni? Das Woni. Der Woni. Also der Wohnanhänger, den wir in den Herzstücken vorgestellt haben als letztes, der ist verkauft. Ja, und wir hatten das ja, also wenn ihr es nicht gesehen habt, das war ein wunderhübscher Wohnanhänger, der tatsächlich, wir haben es gesagt, ein Herzstück der damaligen Eigentümer gewesen ist. Und es war ganz wichtig, dass der an Menschen kommt, für die der genauso ein Herzstück sein wird und die den einfach besonders, besonders gern haben. Und es hat sich tatsächlich so ergeben und ich muss sagen, ich habe fast geweint, als ich das gesehen habe, dass das Herzensmenschen von uns waren, die jetzt diesen Wohnanhänger gekauft haben. Ja. Also das, wir haben dann Bilder geschickt bekommen, damit wir wissen, wer ihn gekauft hat und ich habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Die kennen wir doch. Ja, genau. Und das ist ein total süßes Bild. Das war auf einer Weihnachtsfeier und du mit Zipfelmütze und Nikolausmütze auf. Und es war, also wir haben uns ein paar Mal gesehen und so und ich habe wirklich ein bisschen weinen müssen. Weil ich so gerührt davon war. Euch viel Spaß mit dem Wohnanhänger und immer ganz tolle Reisen und ganz tolle Erlebnisse und viel, viel Glück damit und alles Gute.
So ist es. Und vielleicht schickt ihr uns einfach mal eine Postkarte von unterwegs. Ja. Von euch und eurem Wuni, eurem neuen. So. So, das haben wir abgehakt? Das haben wir abgehakt. Heute ist die erste wirkliche Herausforderung, weil wir haben jetzt einen normalen Montag und wir waren gestern unterwegs und heute stellte sich dann die Frage, wie machen wir das mit der Leni und Toni Show, alles fertig? Also der Toni ist jetzt von der Arbeit heimgekommen und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir das fertig machen, er muss jetzt doch alles noch zusammenschneiden. Und ich wollte nur sagen, falls es mal in den nächsten Wochen montags nicht klappen sollte mit der Leni und Toni Show, dann wird sie Dienstag oder Mittwoch kommen. Aber es ist immer noch so, dass wir uns hier irgendwie neu organisieren müssen. Ja. Und wenn wir am Wochenende weg sind und haben besonders schöne Videos zu schneiden und nicht nur einen Messebesuch, dann könnte es ein bisschen länger dauern mit dem Schnitt und dann kommt es ein bisschen später. Genau, aber also wir wollen versuchen, dass wir jede Woche, wie gewohnt, montags die Show raushauen. So ja. Ist das. Ja. So, bevor wir uns verabschieden, möchten wir noch von ganzem Herzen den Colin grüßen und ganz, ganz, ganz herzliche Glückwünsche ausrichten. Wir wollten gestern eigentlich noch auf einen Überraschungsbesuch vorbeikommen. Wir haben es nicht geschafft, weil es doch länger gedauert hat. Und dann haben wir gedacht, ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, wenn wir jetzt noch kommen und klingeln. Und das führt dann ins Unermessliche und es gibt ja Menschen, die heute erstens zur Arbeit müssen und zweitens in die Schule und von daher sind wir gestern nicht mehr vorbeigekommen. Also wir gratulieren dir ganz, ganz, ganz herzlich und kommen in den nächsten Tagen mal vorbei, um das auch persönlich noch zu machen. Nur wann das sein wird, wir klingeln einfach und dann sind wir da. Ja, genau. So wird's ausgehen. Genau. Ansonsten war's das für diese Woche. Ich wollte mich nochmal, habe ich ja letzte Woche schon gemacht, ich wollte mich diese Woche auch nochmal bei meinen ganzen allen neuen Kollegen und Kolleginnen bedanken für die herzliche Aufnahme und für die Unterstützung und ihr holt mich auch immer mal wieder aus so einem Tief raus. Super klasse, also ich fühle mich aufgehoben und alle, die keine Kolleginnen und Kollegen sind, die merken, es läuft ganz gut, weil es kommen auch ganz viele Nachrichten, ja, wo gefragt wird, wie es so läuft und immer noch Glückwünsche und so, das ist auch ganz großartig. Es läuft ganz gut. Ja. Vielleicht baue ich ihn auch ab und zu mal noch wieder auf, aber wir kriegen das schon hin. Zuversichtlich. Absolut zuversichtlich. Nach 20 Jahren Selbstständigkeit ist es auch mal schön so. Ja. Gut. Alles klar. Aber also, liebe Freunde, an dieser Stelle auch noch viele Grüße an die vielen lieben Menschen, die wir gestern getroffen haben, die da waren, die wir kennenlernen durften und die wir wiedergesehen haben. Das war großartig. Alle, die nächstes Wochenende in Urlaub fahren, denen wünschen wir eine gute Reise. Alle, die sowieso unterwegs sind, schönen Urlaub. Alle anderen, bleibt fröhlich und lasst euch nicht ärgern. Ärgert euch nicht über Dinge, die ihr sowieso nicht ändern könnt. Lasst euch die Laune nicht von Corona vermiesen. Es geht irgendwie weiter. Und bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis spätestens nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.